Ah, dann fangen wir jetzt erstmal an. Sonntagabend, der Pferdepodcast. It's Pferdepodcast-Time. Jenny ist da, ich bin da. Bist du gut drauf, Jenny? Ja. Wir nehmen so spät auf, es ist ja fast live, weil ich gestern indisponiert war. An unserem normalen, gewohnten Aufzeichnungstag, samstagsabends. Er hatte Brechdurchfall. Nein, das ist ja jetzt auch wieder geschönt. Ich hatte Bier getrunken. Die schmutzige Wahrheit ist, ich hatte Bier getrunken und ich wollte... 2:23. 2:13. Nein, es waren 2, aber ich hatte einen langen Tag vorher mit Frühdienst und Nachrichten lesen und ich konnte einfach nicht mehr. Mi. Wir könnten die Folge auch mi heißen. Auch gut. Mi, das gefällt Pia. Pia, wer ist denn welche Pia? Pia Winzer. Pia Winzer wird den Folgentitel lieben. Mi. Das hat die zu mir immer gesagt, wenn ich beim Unterricht auf Nixon gesagt habe, oh Pia, ich kann nicht mehr, dann hat die immer unten gestanden. Mi, reit weiter. Konnte aber wirklich nicht gestern. Mi. Na gut. Warte mal, die Hymne, ne? Was macht denn der Manni? Der Manni ist bereit. Seit gestern Abend sitzt er da. Ja, jein. Also er hat gesagt, okay, also... Wollte die Hymne spielen. Und dann hast du mi gehabt. Ja. Und er hat mitgekriegt, es geht ums Schweifschlagen. Hat er gesagt, wenn es ums Schweifschlagen geht, bin ich sofort dabei. Das hat er gesagt. Und jetzt ist er also quasi, seit gestern Abend sitzt er da, bereit. Nackt wie immer. Und er hat sich so ein Pfauenrad... Hinten. Schlägt mit dem Schweif. Hinten rein. Also, so ein Pfauen, weißt du, Pfauen schlagen doch so ein Rad und so Federn, die hat er sich so, also, da so dran gemacht. Ja, okay, lass ihn einfach die Hymne spielen. Hast du eine Idee, wie der. Wir wollen das alles gar nicht wissen. Wie er die befestigt hat? Lass ihn die Hymne spielen, egal wie er die befestigt hat. Pferdepodcast, Episode 42 ist das schon. Mi, der Folgentitel. Und das sind unsere Themen in dieser Woche. Ein Pferd für die ganze Familie. Ist das eigentlich eine gute Idee, wenn sich Mutter und Tochter ja, das Hotte-Hü teilen? Unsere Hörer erzählen in dieser Sendung ihre Geschichten. Warum es bei den einen funktioniert und weshalb es bei den anderen eben nicht klappt, das hört ihr in dieser Folge. Und der letzte Teil unserer Interviewserie zu den größten Irrtümern in der Pferdeausbildung beschäftigt sich mit dem Thema Schweifschlagen. Tun manche Pferde das einfach aus Gewohnheit? Pferdeosteopathin und Buchautorin Barbara Welter-Böller klärt auf. Ihr kennt sie ja schon aus den vergangenen Wochen. Das wird wieder sehr spannend. Und außerdem, was hat der junge Haflinger AC/DC in der vergangenen Woche gemacht? Jenny erzählt so ein bisschen, wie es dem Nesthäkchen der kleinen Herde geht und was in den nächsten Wochen so passieren soll. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit einem Thema, das unsere Hörer ja schon bei Facebook elektrisiert hat, muss man sagen. Ganz viele haben geantwortet auf unsere Kachel, auf unsere Frage, die wir in so eine Kachel reingekachelt haben. Wer von euch teilt sich eigentlich ein Pferd mit der Mutter oder umgekehrt? Welche Mutter teilt sich ein Pferd mit ihrer Tochter? Und klappt das denn gut bei euch? Erzählt uns doch mal eure Geschichten. Also es gab ein riesiges Feedback und ganz viele haben auch gesagt, hey, klar, wir würden auch bei euch im Podcast mit euch darüber kurz reden. Jette aus Niebüll hat sich bei uns gemeldet. Sie ist 19 Jahre alt und teilt sich ein Pferd mit ihrer Mutter. Im Gespräch mit dem Pferdepodcast hat sie erzählt, wie die beiden das so machen. Also wir machen das immer so, wenn der eine Unterricht hat, dann übt der andere ein paar Tage vorher oder wir reiten aus, der andere läuft dann mit dem Hund nebenher. Also das ist bei uns ganz unkompliziert. Das ist nicht so, dass der eine sagt, oh, ich muss aber unbedingt heute reiten. Ja, und die Turnierreiterei ist auch ein Thema im hohen Norden. Zum Glück aber nicht bei den beiden gleichzeitig, sondern nur bei Jette, was die Dinge durchaus einfacher macht. Ja, also meine Mutter reitet keine Turniere, das bin ich.
Aber sie fährt dann immer mit mir mit und macht für mich sozusagen den Turniertrottel. Also sie kommt dann mit zum Abreiteplatz, kommt, filmt meine Prüfung und danach reden wir dann darüber, wie das gelaufen ist. Also ich finde das eigentlich richtig cool, vor allem mit der Mutter, weil das schweißt ja doch noch mal mehr zusammen und man hat ein gemeinsames Hobby und man hat immer was, worüber man reden kann. Und also mit einer Freundin weiß ich nicht, ob das vielleicht genauso gut klappen würde wie mit der Mutter. Und Angie aus der Nähe von Badingen hat uns auch geschrieben. Bei ihr hat die Sache mit dem Teilen des Pferdes so gar nicht funktioniert. Angie, wie war denn die Konstellation bei euch? Die Konstellation hat angefangen mit meiner Schwarzwälderstute. Da waren meine Eltern am Anfang total dagegen, dass ich kein eigenes Pferd bräuchte. Und ich habe es mir dann trotzdem zugelegt. Und dann kam meine Mama auch aufs Pferd. Dann habe ich angefangen, die Schwarzwälderstute mit meiner Mama zu teilen. Das hat am Anfang auch alles ganz super funktioniert. Aber sie hat dann eingesehen, dass es keine, also eine Reitbeteiligung ist halt nicht wie das eigene Pferd und hat sich dann selber auch eins zugelegt. Und dann gegen später ist mein Vater immer öfter mit in den Stall gekommen und hat dann auch sich mit meiner Stute beschäftigt und gemacht. Und das Ende vom Lied ist, jetzt haben wir 3 Pferde. Okay, aber dann ist es mit dem Teilen letzten Endes, hat es ja dann doch nicht so richtig funktioniert, weil eigentlich wollte doch jeder sein eigenes Pferd haben am Ende des Tages. Genau, die Schwierigkeit bestand halt darin, dass man dann nie zusammen ausreiten gehen konnte, weil wir waren ja dann 3 Personen mit einem Pferd und zu dritt auf einem Pferd zu sitzen, das grenzt ja schon fast an Tierquälerei. Ja. Und genau, also am Anfang hat die Sache mit dem Teilen ganz gut funktioniert. Ich denke, für Einsteiger oder Wiedereinsteiger ist das eine ganz tolle Sache, sich ein Pferd zu teilen mit Tochter, Mutter, Freundin oder sonst was. Ich persönlich finde aber, dass es keine gute Dauer auf die längere Zeit gesehen hat. Okay, also es stößt dann irgendwann an Grenzen einfach. Genau, wenn dann beide bei tollem Wetter sagen, oh, ich würde ausreiten gehen wollen und dann sagt aber die Mama, oh, ich würde halt auch gern ausreiten gehen wollen. Und da steht man dann schon vor dem ersten Problem. Wer geht jetzt? Wer macht die Drecksarbeit auf gut Deutsch? Wer mischtet und macht? Und wer hat Spaß mit dem Pferd? Ich wollte gerade sagen, das ist ja in beiden Richtungen denkbar. Entweder, dass beide zum Pferd wollen, weil es schön ist, weil man ausreiten will. Aber andererseits, ein Pferd macht ja auch viel Arbeit. Da will man sich vielleicht auch ganz gerne mal so drumrum mogeln. Kann das nicht der andere machen oder so, ne? Also du kennst beides. Ich kenne beides, ja. Geht dann immer bei schönem Wetter, will dann jeder reiten. Und bei schlechtem Wetter heißt dann, ach, heute kannst du das Pferd bewegen. Heute würde ich mal mischten, weil dann ist man ja nicht im Regen. Wir hatten im alten Stall auch keine Halle. Da war das dann immer so, bei schlechtem Wetter wollte immer jeder mischen und machen und bei gutem Wetter wollte dann immer jeder reiten und so kam dann auch jeder zu seinem eigenen Pferd. Weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, ein Pferd besteht nicht nur aus Reiten und das müsst ihr auch lernen. Da durfte ich dann mal meine Eltern bevormunden. Und ja, dann kamen wir eigentlich recht schnell von einem auf 3. Jenny, jetzt haben wir ja Jette und Angie so zum Auftakt mal gehört mit den ersten Eindrücken. Bei Jette funktioniert super, bei Angie hat's am Ende des Tages nicht funktioniert und aus einem Pferd wurden dann 3 Pferde, für jeden eins. Ich glaube, das Modell Angie, also du wärst eher Team Angie, oder? Du persönlich ja, jetzt. Ja, absolut. Für mich wär's, glaube ich, gar nichts. Ich tue mich ja schon schwer mit Reitbeteiligung, obwohl jetzt, also ich habe ein ganz, ganz nettes Mädel gefunden im jetzigen Stall, das sich ab und zu auch um Globus kümmert. Die hat sich auch gekümmert, als ich mit dem ACDC 4 Tage weg war und reitet ihn auch noch ab und zu. Das klappt gut, das ist okay, aber so als, also so permanente Reitbeteiligung und so, das ist ja schon was, wo ich mich schwer tue damit, wo ich dann immer so denke, auch ich würde es aber jetzt anders machen und wenn ich mir vorstelle, ich würde zum Beispiel ein Pferd mit meiner Mutter teilen, nö, das wird nicht gehen. Ja. Also das wäre nichts für mich. Es gibt ja noch einen ganz interessanten Aspekt und der spielt bei Gretchen aus der Pfalz eine große Rolle. Oder sie beschreibt es ganz gut, nämlich die Frage, was für ein Pferd kauft man sich denn eigentlich, wenn man es teilen will? Weil die Ansprüche, die jeder Reiter an so ein Pferd hat, können ja sehr unterschiedlich sein. Und so ist es auch bei Gretchen gewesen. Sie teilt sich auch mit ihrer Tochter ein Pferd. Sie hat uns erzählt, wie kompliziert
die Ausgangssituation bei den beiden war, denn Gretchen hatte 20 Jahre lang nicht auf dem Pferd gesessen und wollte wieder einsteigen. Ihre Tochter, die ist aber reiterlich viel stärker als sie und hat auch sportliche Ambitionen. Und jetzt finde mal ein Pferd, das beiden gerecht wird. Pferde kaufen ist kein Spaß. Also das ist wirklich so, dass sehr viele Pferde angeboten werden, die sehr teuer sind, die auch gerne mal nicht gesund sind, und das ist auch häufig nicht ordentlich kommuniziert, und man wird auch erleben, dass man Dinge erzählt bekommt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und also das ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, und wenn das gelingt, ist das wunderbar, etwa wenn was gefunden werden kann, was passend ist. Wenn das allerdings nicht gelingt, kann das natürlich auch sehr schnell zu einem sehr großen Drama werden, denn hier geht es um Lebewesen. Also Pferde kaufen ist kein Spaß, nein. Ja, das Tolle an Gretchens Geschichte ist, die beiden haben es tatsächlich geschafft. Mutter und Tochter haben das Pferd gefunden, das beide glücklich macht. Gretchen über das Wundertier. Zum einen, glaube ich, hat dieses Pferd, was nur einen, also bis auf den Züchter, nur einen Vorbesitzer hatte, eine Frau mittleren Alters, kinderlos, im Besitz unseres Pferdes und der Vollschwester. Die Frau war wirtschaftlich gut gestellt, die hat sich in ihrem Leben immer nur um diese beiden Pferde gekümmert. Also unser Pferd hat, bis wir es bekommen haben, sicher nichts Böses erlebt und immer ein sehr schönes, pferdegerechtes Leben gelebt. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieses Pferd einfach ein wunderbares Wesen mit sich bringt. Es ist geduldig, es ist nachsichtig, es ist wach, es ist anteilnehmend, es ist hat eine ganz positive Grundausrichtung. Ich habe nie erlebt, dass dieses Pferd in die Bahn kam und lustlos oder unmotiviert gewesen wäre. Es ist immer, was machen wir heute? Ja, von der Haltung her. Es ist so, dass es meine Inkompetenzen und mein Unvermögen geduldig erträgt und hilft zu kompensieren, sodass für mich ein Dazulernen und wieder in die Bewegung zurückfinden möglich wird, ohne dass es Schaden daran nimmt. Auf der anderen Seite hat dieses Pferd aber auch einfach eine sehr, sehr gute Qualität, die weit darüber hinausreicht als das, was meine Tochter schon kann. Also auch so, dass das Kind mit dem Pferd noch sportlich voranschreiten kann. Und das in einem Pferd zu finden, ist schwierig. Wir hätten fast selbst nicht dran geglaubt, dass uns das gelingen könnte, aber wir hatten einfach Glück auch, ja. Ja, tolle Geschichte von Gretchen aus der Pfalz. Und so ähnlich wie bei Gretchen, Jenny, war es auch bei Anja und Ruth. Du kennst die beiden. Aus Lübeck, genau. Die beiden sind jetzt auch bei uns in der Skype-Line und wir haben mit den beiden gesprochen. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Brauchen Anja und Ruth, ist es eine gute Idee, sich ein Pferd zu teilen? Ja, es war eine gute Idee. Es war definitiv eine gute Idee. Also es war und es ist ja immer noch eine gute Idee, oder? Immer noch, oder? Genau. Erzähl doch mal, wie habt ihr das denn so organisiert? Was habt ihr überhaupt für ein Pferd, um das es geht?
Wir haben einen Pony, 10 Jahre alt, damals für die Kinder gekauft und dann 2 oder 3 Jahre später eine Hannoveraner-Stute für mich quasi. Mhm. Und das heißt, wir haben 2 Pferde und teilen uns die letzten Endes auch zu dritt. Also meine große Tochter, die ist 20 und ich. Mhm. Und das Pony teilen sich meine große Tochter und meine kleine Tochter. Okay. Ja, und das klappt problemlos. Quasi springt immer einer ein, der andere tritt dann immer zurück und ja, funktioniert problemlos. Meine Tochter filmt mich hier immer bestimmt Snapchat. Okay. Die Tochter hat gegluckst, also gluckst sie auch wegen des Stichwortes problemlos? Also ist das, man kann sich ja kaum vorstellen eigentlich. Also bei Facebook hat sie gepostet, ich finde das voll scheiße. Okay. Nein, aber ich könnte mir vorstellen, ist das nicht so ein bisschen Organisationsaufwand, den man da so hat? Man muss sich ja schon absprechen, weil also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, keiner kümmert sich ums Pferd, aber wenn alle gleichzeitig wollen, ist auch doof. Dafür gibt's WhatsApp. Das klappt hervorragend über den Tag. Dass man sich kurzfristig arrangiert, wer wann abends zum Stall fährt und sich kümmert, um beide oder um einen. Und dann werden die Pferde aufgeteilt. Ja, und wie gesagt, und wenn dann einer springen will und der andere verzichtet dann eben mal, das läuft problemlos. Wer reitet denn besser von euch? Ruth, eindeutig. Und Ruth, hast du kein Problem damit, wenn Mama auf dein Pferd steigt und oh, die hat es wieder verritten, jetzt muss ich wieder gerade biegen? Nein, Mama verreitet das Pferd nicht. Ich bin immer froh, wenn Mama reitet, weil dann muss ich nicht reiten. Okay. Ach, so rum wird alles klar. Jenny, das wird dir jetzt nicht passieren, das, oder? Nee, ich wäre auch niemand, der ein Pferd teilen könnte. Also mir wäre das alles nicht gut genug und ich würde immer sagen, der macht das nicht so gut wie ich. Auf gar keinen Fall. Und deswegen wäre das für mich überhaupt gar nichts. Aber ich bewundere das, wenn man das so, ja, so einfach so sein Pferd überlassen kann. Das könnte ich nicht, wäre nicht meins. Ich finde, das ist ein bisschen auch Gewohnheitssache. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig so, aber im Endeffekt weiß ich ja, dass keiner das Pferd kaputt macht. Von daher ist alles gut. Stimmt, gehen nicht so leicht kaputt, ja. Ich bin ja jetzt reiterlicher Laie und kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber Jenny sagt immer, dass man schon merkt, wenn jemand anderes auf dem Pferd gesessen hat, auch reiterlich, dass es dann quasi anders reagiert. Jeder Reiter macht es ja auch ein bisschen anders. Also merkt ihr das sozusagen, dass das Pferd dann, oder kommt das Pferd nicht durcheinander, wenn da einmal der drauf sitzt und der macht so und dann ein anderer, der macht es anders? Doch, man merkt das am Pferd, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass wir das schon so lange praktizieren, jetzt mittlerweile ja 4 Jahre, teilweise auch mit unterschiedlichen Reitlehrern, also so mit Inspiration von vielen Seiten und das Ganze recht abwechslungsreich gestalten, ist es eher so, dass es uns allen zum Vorteil gereicht. Also man kann sich ein bisschen ausprobieren, man übernimmt von dem anderen Dinge, die sich bewährt haben, man hat ganz viel Anregung. Und die Pferde sind eigentlich gar nicht mehr verwirrt. Ne? Die stellen sich also in Sekundenschnelle um und wissen auch genau, wer oben drauf sitzt. Ja. Sie tragen auch unsere Kleine, also auch die Große, die wirklich mal ein Nervenbündel war vor 5 Jahren, trägt unsere Große mittlerweile durch die Gegend in aller Seelenruhe und weiß auch, wer da oben drauf sitzt. Also dann ist sie dann schon manchmal verwirrt, aber bei uns beiden, glaube ich, haben die Pferde sich super eingespielt. Und wir haben auch einen ähnlichen Stil. Ich bin vielleicht ein bisschen grobmotorischer veranlagt als mein Kind. Okay. Ihr geht aber auch keine Turniere, oder? Also das muss man auch dazu sagen. Oder jedenfalls nicht so häufig. Ganz selten. Also Ruth schon ein bisschen jetzt im letzten Jahr ein bisschen häufiger, aber eher selten. Und ich wirklich in einem Bereich, der, ja, also im E-Bereich und Ruth dann schon im A-Bereich. Aber das ist schon alles noch machbar und auch handelbar. Ne? Also da, glaube ich, sind die Feinheiten noch nicht ganz so gefragt. Mhm. Also ihr habt euch eure Pferde auch so erzogen, dass sie sich euch anpassen. Ja, ein bisschen. Sozusagen, ne? Ja, ja. Das ist wirklich ein bisschen so mittlerweile. Bin den Pferden auch immer ganz dankbar, dass sie das alles mitmachen. Der Vorteil an so einer Reitbeteiligungskonstellation ist ja so,
schon so ein bisschen, wenn jemand mal im Urlaub ist, dass dann die Reitbeteiligung mutmaßlich da ist. Wenn ihr als Familie zusammen in Urlaub geht, wie macht ihr das dann? Ja, das ist ein Problem. Unter Umständen dann wirklich ein Problem, weil wir doch meist zusammen wegfahren. Ja, also wir haben noch eine Reitbeteiligung, beziehungsweise okay. Wir haben also die quasi dann einspringen, wenn wir nicht da sind, die sich auch mal kümmern, wenn es problematisch wird. Und da das die Reitlehrerin von Ruth ist, ist natürlich das Konzept quasi immer dasselbe. Es ist eher zum Vorteil. Sie bereitet das Pferd dann. aus Pony kann sie nicht rauf. Das ist ein bisschen groß und ein bisschen schwer. Okay, also jedenfalls von eurer Seite aus zur Nachahmung empfohlen. Nein, alles in Ordnung. Also ich glaube nicht, dass es was für jeden ist, aber für uns alles in Ordnung. Du hast jetzt auch kein Küchenmesser unterm Tisch so irgendwie. Nein, alles gut. Ich habe das Messer. Ah, ja. Verstehe. Nein, es hat sich ja auch insofern bewährt, als zum Beispiel, wenn es schwierige Phasen gab, ja auch immer einer von uns beiden dann gerade den Mut hatte, nach vorne zu gehen. Zum Beispiel zum ersten Mal in den Reiterpark zu fahren oder zum ersten Mal zum Strand. Also einer hat dann immer gerade so eine gute Phase, dass er sagt, so, wir machen das jetzt, ich lade die Pferde auf, wir fahren los. Und dann kann man sich dann an anderen immer so ein bisschen festhalten, ne, so kurz orientieren und sagen, ist ja alles gar kein Problem. Aber ich glaube, jeder Reiter kennt auch diese Phasen, wo er sich dem jetzt mal gerade nicht ganz so gewachsen fühlt und kurz denkt, hab heute nicht so einen guten Tag, würde ich ungern mich dem aussetzen und so. Und wenn du dann jemanden an der Seite hast, dem du auch vertrauen kannst und der dann einfach vorgeht und sagt, okay, ich mach das jetzt mal, das macht das alles ein bisschen einfacher. Also ich empfinde es als sehr, sehr vorteilhaft. Ja, und die Konstellation ist natürlich so, man vertraut sich als Familienmitglieder untereinander natürlich schon sehr. Ne? Also das ist vielleicht jetzt bei so einer Reitbeteiligungsgeschichte. Also ich glaube, da ist so, dass da ist dann so die Family ist schon nochmal eine andere Hausnummer einfach. Ja. Das also kommt auf die Family an. Wir kennen auch andere Beispiele. Aber noch eine andere Sache, das ist natürlich auch für die Familie, ist es auch mega, oder? Man macht so viel zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ruth, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Genau. Ich überleg noch. Ne? Nein, ich finde das auch. Also ich meine, manchmal, man sieht sich halt schon jeden Tag, ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber im Großen und Ganzen stimmt es auf jeden Fall. Eigentlich ist es positiv. Ja. Ich stelle mir gerade vor, meine Mutter wäre jeden Tag mit im Stall. Oh mein Gott. Hey Jenny, das ist doch wirklich... Nee, also. Wir haben noch zwei Männer in der Familie, die sind dann natürlich nicht ganz so eingebunden. Wir drei Mädels am Stall, fast täglich. Das verbindet natürlich enorm. Man ist ein eingespieltes Team, also wirklich eingespielt, auch mit der Lütten. Und die beiden Jungs trinken, wenn denn, Bier am Stall. So. Ja, aber auch da sind sie eingebunden. Also, das ist auch okay. Ja. Also selbst die sind da quasi mit im Boot, kann man sagen. Cool. Ja, fürs Bier. Ja, perfekt. Wäre für dich auch was, ne? Auf nach Lübeck, ja. Auf nach Lübeck, nur wegen des Biers. Genau. Ja, viele Stimmen zum Thema Pferde, die geteilt werden, Mutter und Töchter gemeinsam. Funktioniert das gut? Ich muss sagen, mich überraschen und begeistern irgendwie auch die Geschichten von den Hörern, bei denen es klappt. Also irgendwie... Da, wo es klappt und da, wo sich die Leute damit arrangieren können, klingt es nach einer super sympathischen Kombo. Und du hast ja schon gesagt, Jenny, dass es für dich persönlich nichts wäre. Aber ich glaube, wenn man da irgendwie was für über hat, dann hat es besonders viele Vorteile, weil es irgendwie so zusammenschweißt nochmal so in der Familie. Das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken. Ja, und vor allem ist es, also es hat auch den enormen Vorteil, dass man auch mal sagen kann, ich habe 3 Tage keine Zeit oder ich fahre in Urlaub und man muss sich keine Sorgen machen. Man kann sich zum Beispiel bei Mutter und Tochter 100% darauf verlassen,
dass der andere das gut macht. Absolut. Also da muss man sich, glaube ich, wirklich keine Gedanken machen. Hat auch Vorteile, das ist wohl wahr. Und wir bedanken uns jedenfalls sehr, sehr, sehr bei unseren Hörern fürs Mitmachen, fürs mit uns reden. Und ja, vielleicht hat es ja auch immer so ein bisschen den Nebeneffekt, dass sich der ein oder andere, der zuhört, da vielleicht was abguckt und sich die Frage stellt, wäre das auch was für mich oder wäre es gar nichts für mich? Oh Gott, dass man da so ein bisschen was mitnehmen kann. Vielen Dank jedenfalls. Wir machen einen Strich drunter und kommen zu unserer Miniserie Irrtümer in der Pferdeausbildung. Der letzte Teil in dieser Woche mit Barbara Welter-Böller, Pferdeosteopathin und Buchautorin. Die 50 häufigsten Irrtümer in der Pferdeausbildung heißt ihr Buch, ist erschienen im Katmos Verlag. Alle Einzelheiten dazu bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Und diese Woche, ja, geht's um so ein Thema, das hatten wir schon mal gestreift bei uns im Podcast. Ja, genau, es geht ums Schweifschlagen. Wir hatten auch schon mal kurz im Podcast darüber gesprochen, dass da die Meinungen sehr auseinandergehen und es gibt auch Reiter, die behaupten, das wäre alles nicht so schlimm und der macht es nur aus Gewohnheit oder verscheucht eine Fliege. Wie ist es denn wirklich, Frau Barbara Welter-Böller? Also ich würde es sehr ernst nehmen, wenn mein Pferd mit dem Schweif schlägt. Dann habe ich vielleicht falsch eingesessen, ich habe ihm die falsche Hilfe gegeben. Es ist, wenn es jetzt im Kontext keine Fliegen sind, dann ist es immer ein Zeichen eines Ärgernisses oder eines Schmerzes. Da gibt es einmal Pferde, die sehr, sehr empfindlich sind, wenn der Sattel nicht passt. Und es gibt einen Punkt, das ist am ersten Lendenwirbel. Wenn der Sattel da drückt, dann ist es von der chinesischen Medizin der Gallenblasenzustimmungspunkt. Wobei ich weiß, dass das Pferd keine Gallenblase hat, aber es hat die Galle als System. Und die macht bei uns Menschen zum Beispiel Steißbeinprobleme. Also wenn Zahnarztbesuche können echt teuer werden, besonders mit Kindern. Denn Milchzähne sind besonders empfindlich gegenüber Kariesbakterien. Häufig sind dann auch kieferorthopädische Korrekturen notwendig, die von der gesetzlichen Krankenversicherung teilweise nicht übernommen werden. Die Kosten für eine Zahnspange belaufen sich schnell auf einige tausend Euro. Aber bei MaxCare ist alles drin, auch schon für die ganz Kleinen. MaxCare übernimmt bis zu 100% bei Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie. Sowie bis zu 200 Euro für Prophylaxe pro Jahr. Außerdem ist MaxCare wiederholt Testsieger unter den Zahnzusatzversicherungen für den Tarif MaxCare Zahngesund exklusiv. Jetzt auf maxcare.de/podcast abschließen. Wenn ein Mensch Gallenblasenprobleme hat, dann hat er Steißbeinprobleme. Und beim Pferd ist der Steißbein nichts anderes als der Schweif. Also wenn ein Pferd jetzt mit dem Schweif schlägt, muss ich gucken, aha, drückt vielleicht der Sattel auf diesen Punkt. Gibt es da eine Druckspitze? Dann kann es auch wirklich immer eine, ja, Abwehrbewegung des Pferdes sein, weil ich vielleicht falsch sitze, falsch in den Rücken einschwinge, in der Parade vielleicht nicht gut sitze. Und dann quittiert das Pferd das mit dem Schweif. Und für mich ist es immer ein erstmal würde ich mir Sattel und Reiter, die Balance des Reiters angucken und würde gucken, warum wird das Pferd geärgert? Was ist damit? Ja, vielen Dank für das aufschlussreiche Interview zum Thema Schweifschlagen. Ich habe mich gerade heute aktuell filmen lassen mit dem AC/DC und habe festgestellt, dass er einen locker pendelnden Schweif hat. Sehr gut. Einen alles richtig gemacht. Pendelnden Schweif. So wie der Manni. Ja. ja. Aber das ist doch wirklich gut, oder? Na klar ist das gut. AC/DC, das Stichwort. Du lässt dich filmen. Welche aufregenden Dinge passieren? Videotraining, Hightech, das Trainerteam ist erweitert worden. Es gibt jetzt den Konditionscoach, den Technikcoach und so wie bei der Fußballnationalmannschaft. Man braucht einen extra Mannschaftsbus bald, wenn du zum Turnier fährst. So ist es. So Nein. ist es nicht. So ist es ganz und gar nicht. Also es ist gar nicht viel passiert in der letzten Woche. Es ist, das ist eher so ein bisschen langweilig. Also es passiert halt auch nicht so viel in einer Woche mit einem Dreijährigen. Das muss man wirklich dazu sagen. Und das Wetter hat uns auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wäre gerne viel mehr rausgegangen, aber es hat furchtbar viel geregnet.
Und dann muss ich mir schon auch so ein bisschen was einfallen lassen, wie ich so Abwechslung in den Alltag der Pferde bringe. Ich mache dann mal so ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen, nenne ich es immer, so ein bisschen Bodenarbeit, bisschen Spielen, bisschen Nachlaufen und so. Aber sie müssen ja auch bewegt werden. Also reitmäßig war ich nur in der Halle diese Woche, weil das Wetter wirklich beschissen war. Ich glaube, ich hatte sie einmal, war ich draußen und hatte den Kleinen als Handpferd dabei. Aber es gibt keine besonderen Vorkommnisse. Wir arbeiten weiterhin an der Skala der Ausbildung. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung ist unser Thema nach wie vor. Das Ziel ist, im April Dressurpferde A fertig zu sein. Ich glaube, das schaffen wir. Also ja, okay. Gefühlt macht er wirklich tolle Fortschritte. Es sind immer so kleine Schritte und manche Dinge klappen dann heute gar nicht und dann setze ich mich in 2 Tagen drauf und dann geht's auf einmal. Wie zum Beispiel das Angaloppieren auf der linken Hand wollte er eine ganze Zeit lang gar nicht machen. Heute habe ich es probiert und er ist angaloppiert. Okay. Alles fein. Manche Dinge brauchen einfach immer mal eine Woche oder zwei. Und du gehst ihm dann nicht auf den Geist, sondern hörst auch einfach mal auf und lässt dann mal locker und sagst, ach. Naja, wir hören schon auf damit, er muss es einmal ordentlich machen, richtig machen und auf die Hilfe reagieren. Aber ich versuche es dann nicht 10-mal, dass es 10-mal hintereinander klappt. Es reicht mir dann, wenn es einmal klappt und dann ist gut und dann mache ich was anderes. Und die vielen Male, wo es gar nicht klappt, dann lässt du ihn auch, bevor es dann blöd wird mit der Trizerei, lässt du irgendwann dann auch mal locker. Ja, also das ist gerade so der Impuls angaloppieren. Das ist ja dann häufig so, dass sie dann in so einen Stechtrab fallen oder er galoppiert falsch an. Dann pariere ich ihn nochmal durch zum Trab und dann bringe ich erst nochmal ein bisschen Ruhe rein in den Trab. Dann soll er nochmal loslassen. Dann ist er natürlich angespannt, die will was von mir und ich habe es falsch gemacht. Aber wieder ein bisschen Ruhe reinbringen, nochmal versuchen, wirklich bewusst korrekt auch die Hilfen geben, korrekt sitzen und es klappt dann auch. Er galoppiert dann richtig an und dann galoppiere ich auch eine Runde und lobe ihn ganz doll und dann mache ich was anderes. Also ich lasse es dann, ich mache dann nicht nochmal, er muss es jetzt 2 oder 3 Mal hintereinander gut machen, sondern es reicht mir, wenn er es einmal gut macht. Ja, das klingt gut. Mal eine blöde Frage, wenn es so regnet und das Wetter so schmuddelig ist, haben Pferde eigentlich schlechte Laune? Also können die auch sagen, kein Bock? Also Haflinge sagen sowieso nie kein Bock. Also die Erfahrung habe ich gemacht, die sind immer leistungsbereit. Das war bei Nixon schon so. Also den musste ich nie bitten, komm doch. Und die sind immer leistungsbereit und die sind immer neugierig. Was passiert heute Spannendes? Was machen wir? Oh Gott, ich bin dran, super. Okay. Also wenn ich Globus mal zuerst sattle, dann ist AC immer so, wieso ist der zuerst dran? Ich will zuerst. Aber manchmal ist Globus halt zuerst dran. Okay, das wäre dann so. Aber dass das Wetter irgendwie, so wie es uns aufs Gemüt schlägt, das würdest du jetzt sagen, das ist Kappes. Glaube ich nicht. Mm. Natürlich ist es gerade im Winter, genießen die Pferde das sehr, wenn die Sonne scheint, dann sonnen die sich auch gerne. Die brauchen das auch, in dieses Sonnenlicht. Und die genießen es, in der Sonne zu stehen. Aber das, wenn es regnet, dass die da schlechte Laune haben, nee. Habe ich noch nie festgestellt. Ich meine, wer guckt schon rein in so ein Pferd, wer weiß, was die denken oder so. Es ist jetzt auch eine gemeine Frage gewesen, wir haben da auch nicht drüber gesprochen. Aber ja, ich verstehe das schon. Und ACDC hat sowieso nie schlechte Laune, das habe ich ja schon gelernt. Die Huffies sind einfach gut drauf. Gut drauf sind wir auch. Und gefühlt auch so langsam durch mit dem, was wir erzählen wollten. Mimi. Ja, Nicole hat uns hier einen langen Brief geschrieben. Nicole hat uns einen langen... Danke, Nicole. Danke. Für den langen Brief. Ja, also Nicole kippt sich jetzt immer einen hinter die Binde, bevor sie eine Dressurprüfung reitet. Nicole Weidner ist die Europameisterin, die sich 3-mal in einer S-Dressur verritten hat. Mann. Und die wir deshalb regelmäßig... Das heißt nicht Mann. Das heißt... Muschino. Genau. Und, das war russisch. Und die wir deshalb regelmäßig damit aufziehen und weil wir sie in der vergangenen Folge mit einem russischen Steppenreiter verglichen haben, hat sie jetzt nochmal geschrieben, also der Gag würde nicht so ganz zünden, weil Alkohol und Orientierung hätten
nicht wirklich was miteinander zu tun. Sie wäre karnevalserprobt und Alkohol würde bei ihr eigentlich das Gegenteil bewirken. Es sei, sie schreibt das hier, vielleicht sogar förderlich. Jahrelange Tests zu Karneval können dies belegen. Und wenn Sekt und Kölsch schon reichen, was mag dann erst der Wodka bewirken? Ergo, der nächste Start in einer Essdressur erfolgt mit einem gehörigen Schuss Wodka-Intus. Vom Ergebnis werde ich dann berichten. Jenny, ob das auch beim Verführen helfen könnte, solltest du vielleicht mal testen. Das mache ich auf jeden Fall. Skol. Nastrovje. Ja, guter Tipp. In diesem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sternchen bei iTunes. Sagt euren Stallkollegen Bescheid, dass sie mal bei uns reinhören. Der Pferdepodcast.com, das ist die Internetseite zum Podcast. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.